Ihr habt euch gewünscht, dass wir wieder einen Wer würde er drehen. Das haben wir heute auch vor. Wir sind gerade mit Jan Schwester und ihrem Freund im Harz. Die beiden haben übrigens auch einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Kubis Welt. Deswegen schaut dort unbedingt mal vorbei. Die machen ganz schöne Videos. Und Jan Schwester wird uns gleich die Wer würde er Fragen stellen. Ihr habt uns bei Instagram dazu Fragen gestellt. Die wird sie dann vorlesen. Und für diejenigen, die das Prinzip noch nicht kennen, also Jan Schwester Aline wird uns gleich Fragen vorlesen. Ja. Zum Beispiel, wer würde er in der Nase bohren? Dazu haben wir jetzt hier so Kärtchen oder so, wie nennt man das, so Flaggen. Wie auch immer, die wir hochhalten, also zum Beispiel Jan, Marie und ja, ich würde sagen, wir legen los, wenn Aline bereit ist. Ja. Wer würde eher illegale Drogen nehmen? Jan. Ich glaube auch ich. Jan ist risikobereiter. Ja, also wir haben bisher noch keine illegalen Drogen genommen, aber wir wollten mal Gras rauchen, ne? Ja. Und da musste ich Marie von überzeugen, aber wir haben es bisher noch nicht gemacht. Ja. Wer würde auch mal alleine reisen? Keiner, oder? Ja, nee. wir haben kein Interesse dazu. Wir lieben es, alleine zu reisen und auch halt die ganzen Erinnerungen zusammen zu haben oder auch, nachdem man irgendwas während der Reise erlebt hat, halt darüber zusammen abends reden zu können, das ist irgendwie schon wichtig. Uns ist es wichtig, dass wir die Erfahrung zusammen machen und nicht jeder alleine. Wer würde eher nie wieder Sport machen? Marie? Also ja, ich glaube Marie. Diana ist mehr sportaddicted als ich. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel gestern, ne? Ja. Also gestern war ich trainieren, Marie nicht. Und ja, ich glaube, du würdest eher komplett aufgeben, oder? Also ich würde es grundsätzlich nicht komplett aufgeben, aber es geht ja darum, wer würde er? Und da würde ich auch sagen, Jan. Ja. Wer würde eher Gurkenwasser trinken? Jan. Mir würde schlecht werden. Also einfach, ja. ich finde es aber auch voll eklig. Ich finde es mega eklig und ich weiß, ich bin ein extremer Kopfmensch. Das heißt, alleine wenn ich nur dran denke, würde ich mich übergeben müssen. Deswegen, ja. Jan. Wer würde sich eher trennen? Keiner, oder? Ich glaube auch nicht, nee. Nee, keiner. Wer würde eher bei positiven Schwangerschaftstests ruhig bleiben bzw. ausflippen? Das ist halt schwierig, weil jetzt müssen wir entweder für ausflippen. Ich glaube, also gleich, weil... Ich kann es mir gar nicht vorstellen, jetzt so die Nachricht zu bekommen. Und ich habe echt keine Ahnung, wie ich reagieren würde. Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, wir würden gleich reagieren, weil wir beide können uns schon vorstellen, irgendwann mal Kinder zu haben. Ja. Aber halt definitiv jetzt aktuell nicht, weil es nicht zu unserem Lebensstil passt. Und das gerade irgendwie... Wir könnten dem Kind wahrscheinlich nicht die Zuneigung geben. Ja, nicht die Zuneigung, sondern das Leben geben, was es sich wünscht oder was so ein Kind verdient hat. Deswegen würde ich sagen... Wir würden gleich reagieren, also gleich. Aber wie würden wir reagieren? Ja. Also ich glaube, wir würden ruhig bleiben, weil man das gar nicht realisieren würde. Ja, das stimmt. Oder? Ja, aber man weiß es natürlich nicht. Wer würde eher aufgeben? Was aufgeben? Ja, was aufgeben? Ich würde sagen, ich. Jan ist ja diszipliniert. Ja, wenn man sich jetzt entscheiden müsste. Also ich würde sagen, wir beide nicht, aber wenn wir uns jetzt entscheiden müssten, glaube ich eher du. Ja. Weil ich vielleicht ein bisschen disziplinierter bin, aber nur ein bisschen. Ja. Wer würde eher für immer mit Sport aufhören? Die Frage hatten wir ja gerade eben. Achso, nee, hatten wir gar nicht gerade eben, aber ja, so ähnlich, ne? Ja, dann würde ich halt sagen, ich, ne? Ja, aber auch, das würden wir beide eigentlich nicht machen, weil es uns total wichtig ist, ne? Ja, also Sport ist schon ultra wichtig. Aber ich dann wahrscheinlich schon eher als du, aber grundsätzlich beide nicht. Ja. Wer würde eher auswandern? Beide. Wir beide, definitiv. Und das haben wir bestimmt auch mal vor, oder werden wir bestimmt mal machen. Und das werden wir dann alles auf diesem Kanal festhalten, aber... Deswegen folgt uns. Aber da können wir mal die Frage beantworten, wohin wir gerne auswandern würden. Also aktuell wäre es bestimmt, also wäre auf jeden Fall ein Favorit Australien. Du musst aufpassen, rutscht die ganze Zeit aber ich glaub, nach rechts. Ja, wir sind jetzt in der Mitte. Okay. Ja. Also definitiv Australien oder Portugal, würde ich sagen, oder? Ja. Also aktuell. Vielleicht auch mal Amerika, aber ja, einmal die nächste Frage. Wer würde eher die transsibirische Eisenbahn nach Südostasien nehmen? Beide. Beide. Ja. Das ist sogar ein Plan von uns, das steht auf unserer Bucketlist. Hm. Aber leider noch zu teuer. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr teuer. Selbst wenn man Low Budget in dem Fall reisen würde, wäre das, glaube ich, echt ultra teuer. Ja. Aber irgendwann werden wir es bestimmt mal machen. Wer würde eher seinen Führerschein verlieren? Jan. Ich, definitiv. Ja. Aber die Strömung kommt die ganze Zeit und deswegen muss ich uns immer wieder ausbalancieren. Also definitiv ich. Und ja, also ich wir wurden noch... Was ist passiert, aber... Ja, also letztens wurden wir geblitzt. Ja, ich fahre einfach auch mehr Auto als du, ne? Und ich wurde das auch letztens auch geblitzt. Aber dazu muss man sagen, ich werde sehr wenig geblitzt. Also seitdem ich einen Führerschein habe, wurde ich erst zweimal geblitzt. Aber auch nur, weil ich immer dabei bin und Jan sage, dass er langsam fahren soll. Also Marie wäre eine richtig gute Fahrschullehrerin. Ja.
Wer würde eher einen Monat auf Zähneputzen verzichten? Warum ich? Ich hätte gesagt, du. Warum ich? Ja, ich bin ja zum Beispiel auch diejenige, die duschen geht, obwohl es saukalt draußen ist, weil mir meine Hygiene wichtig ist. Boah, du putzt immer viel später als ich die Zähne. Ja und? Dann, na okay, meinetwegen nicht. Wir sind uns einig. Wer würde eher einen Bungee-Sprung machen? Ja. Ich, ja. Das werden wir auch immer machen, aber dann werden wir es zusammen machen. Aber ich bin Schisser. Das nennt man Tandem-Sprung, also wenn man zu zweit runterspringt, und das machen wir bestimmt irgendwann mal. Aber dann irgendwo am liebsten würden wir es, oder ich würde es am liebsten irgendwo machen, wo man halt über dem Wasser ist. Über dem Wasser ist, ja. Das ist irgendwie sicherer. Also an sich nicht, aber irgendwie gibt es ein sichereres Gefühl. Wer würde sich eher die Haare färben? Marie. Echt? Nee. Doch. Ich würde früher wolltest du deine Haare gefärbt haben, wolltest du früher Dip Dye Hair haben. Ja, früher. Aber jetzt würde ich meine Haare im Leben nicht mehr färben, weil ich finde, mir steht keine andere Haarfarbe. Dann keiner von uns beiden. Also ich definitiv auch nicht. Ja, okay. Wer würde eher laut in der Öffentlichkeit pupsen und rülpsen? Ja, also du. Warum nicht? Nein, ich, wahrscheinlich ich. Also ich würde sagen, keiner von uns beiden, aber ich schon mal gar nicht und dann schon eher Jan. Das erinnert mich an eine Situation, da waren wir in Thailand auf der Insel, bei den Phi Phi Islands und da sind wir gerade irgendwo hochgeklettert und da musste man, nee gar nicht, wir sind so eine Treppe hochgegangen. Und vor uns waren. Ja, vor uns waren Chinesen und die haben uns einfach ins Gesicht gepupst. Also mitten nicht in der. Schön. Ja. Naja. Wer würde eher bei einem Streit die Schuld auf sich nehmen, damit der Streit zu Ende ist? Ich, definitiv. Definitiv ich. Kein Kommentar. Das ist eigentlich immer so. Oder? Ja. Wer würde eher einen Antrag machen? Würde sagen, wahrscheinlich ich, weil es Tradition ist, weil man es als Mann macht. Nö, also ich würde ja, aber ich würde es an sich auch machen, weil ich finde es halt blöd, dass es so ein typisches Klischee-Denken ist, dass es halt immer nur Männer machen müssen. Aber ich wüsste, ich könnte es nicht heimlich machen und Jan könnte es eher von mir verheimlichen, als dass ich das Ganze für ihn heimlich planen könnte. Und bei Marie würde bestimmt irgendwas außersehen schief gehen. Genau. Ja. Wer würde eher eine Woche lang nicht duschen? Ja, Jan. Ich. Weil, wie gesagt, ja, haben wir ja gerade eben schon beantwortet, ne? Ja. Wer würde eher das Studium abbrechen? Beide. Beide. Wer würde eher sagen, bleiben wir diesen Sommer lieber zu Hause? Keiner, oder? Keiner. Nee. Nee, also wir beide, Reisen ist uns so wichtig, ne? Also deswegen sind wir auch zum Beispiel auch, wenn wir jetzt gerade in Deutschland sind, jetzt hier gerade im Harz. Ja. Und ihr seht ja, es ist ja auch hinter uns, es ist wunderschön hier. Wir können nicht einfach zu Hause rumhocken so lange. Das ist nicht unseres. Wir sind auch total froh, dass wir auf dem Land leben, weil wir müssen halt nur ein paar Minuten wegfahren. Um an wunderschönen Orten zu sein. Ja. Wer würde eher eine Schönheitsoperation machen? Ich würde sagen, auch ich. Marie. Nicht, dass ich es vorhabe, aber grundsätzlich eher ich als du, ne? Ja, denke ich auch. Es ist ein bisschen kalt, ich zitter glaube ich ein bisschen. Kalt ist, aber ja. Schaff's. Wer würde eher für ein halbes Jahr lang auf die Körperrasur verzichten? Jan. Ich nicht. Also, das ist klar, oder? Wer würde eher eine neue Erfindung auf den Markt bringen? Marie, definitiv. Ich habe, sag du. Als wir in Australien waren, hatte Marie so gute Ideen. Ich habe die auch alle niedergeschrieben in meinen Notizen. Weiß nicht warum, manchmal habe ich so Gedankenflashes. Ja, und ich schreibe die dann immer sofort auf. Wo ich so Ideen habe. Und ja, Jan ist aber derjenige, der sich für uns umsetzt. Also wir zusammen. Ja. Wer würde eher wilde Tiere streicheln in freier Wildbahn? Zum Beispiel Löwen bei Elefanten. Keiner, oder? Doch. Streicheln in freier Wildbahn? Ja. Ich würde, ja okay, dann anscheinend offensichtlich du. Ja doch, auch. Als wir jetzt mit einem weißen Hai im Käfig waren, ich hätte ihn jetzt niemals gestreichelt, aber ich war schon sehr nah am Ende des Käfigs. Ne? Also ich würde so Tiere nie unterschätzen und deswegen... Also ich bin bei sowas leider zu leichtsinnig, würde ich sagen, oder? Ja, stimmt. Marie ist bei sowas halt viel schlauer als ich. So. Wer würde eher ins Gefängnis kommen? Jan, weil er leichtsinnig ist, wie wir gerade gesagt haben. Das ist jetzt das Letzte. Ja, die letzte Frage, okay. Wer würde eher den anderen anlügen? Puh. Ah. Ich glaube, vielleicht ich. Aber dann halt so kleine Lügen einfach nur, ne? Ja, Jan ist zum Beispiel so jemand, der halt oft so alltägliche Lügen macht, weil es für ihn einfacher ist. Ja, aber eigentlich lügen wir uns gar nicht an. Ja. Also Jan und ich sind sehr transparent, was so unsere Beziehung angeht. Und ja, deswegen würde ich auch sagen, grundsätzlich keiner. Und wenn sind es halt so Alltagslügen, die Streit vermeiden sollen. Ja. Das war's, ne? Das war's mit dem Video. Dann
An Aline, vielen Dank fürs Fragen stellen. Dankeschön, danke gesagt, auch an euch. Ja. Sorry. Schaut bei denen auf dem Kanal vorbei und damit war's das. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr selbst mal so eine Frage stellen wollt, dann abonniert uns oder folgt uns gerne bei Instagram. Dort haben wir dann manchmal so einen Fragesticker drin, wo ihr uns dann die Fragen stellen könnt für Wer würde er fragen. Und wir genießen hier jetzt noch das schöne Wetter und die Umgebung. Und hatten auch heute einen richtig schönen Tag hier. Das stimmt. Wir sind hier schön Stand-Up-Paddleboard gefahren. Unsere neue Leidenschaft. Ja. Und ach ja, das können wir eigentlich schon sagen. Also wir werden demnächst durch Deutschland reisen. Wieder mal. Aber diesmal nicht so lange, vielleicht nur eine Woche oder zwei Wochen oder drei, vier Wochen. Na, mal gucken, aber wir wollen durch Deutschland reisen. Deutschland hat nämlich so unglaublich viel zu bieten und wir haben bei weitem noch nicht alles gesehen und freuen uns schon drauf. Genau, das war es auch. Falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert uns unten kostenlos und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.